Ich sag's immer wieder, ich liebe Assassin's Creed und wir sind mit Magic noch nicht durch mit Assassin's Creed. Da gibt's noch mehr. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Secret Lair Drop Series X Assassin's Creed The Ubisoft Original Lethal Legend. Diese Secret Lair wurde mir zur Verfügung gestellt von einem guten Freund von mir. Vielen, vielen, vielen Dank an dich. Und we walk in the dark, we serve the light, we are assassins. Oh, krieg Gänsehaut direkt. Ist das geil. Dann, thanks for being part of Secret Lair. Das erste Secret Lair-Ding, was ich nicht weghauen werde. Geil. So, dann haben wir hier unsere Commander, wollte ich schon sagen. Es sind viele Legendaries, ja. Aber was haben wir hier? Wir haben Eivor Raven Clan Champion. Eivor ist eine Nyala, ja. Mit Warriors und Entappen und so. Ist ein sehr starker Commander. Wirklich starker Commander. Gefällt mir sehr gut. Ist auch wirklich, wirklich gut und broken teilweise. Dementsprechend sehr guter Pick dafür. Dann haben wir einen Alter Ear Brotherhood Mentor. Und er ist ein was? Kellison the Plague. For each experience kann er. Wo ist der her? Wo ist Kellison her? Ich weiß nicht, aber es ist ein geiles Artwork tatsächlich. Dann haben wir einen Amunet Tyrant's End. Queen Marchesa. Die Amunet ist Queen Marchesa. Oh mein Gott, wie hübsch. Sehr cool mit Monarch. Sehr, sehr cool. Dann haben wir einen Basil Master Assassin. Ist ein Assassin Lord Ramses. Hä? Assassins kriegen plus 1/+1. You win the game. Was ist das denn für eine Karte? Gibt's die schon länger? Ist das eine neue oder eine alte Karte? Kann mir das mal jemand sagen? Das würde mich mal interessieren. Und wir haben ein Admiral Beckett Brass. Da, oh mein Gott, ist das ein geil. Hier. Artwork! Ist das geil. Mega. Pirates kriegen plus 1/+1. Sehr, sehr cool. Und wir haben noch. Ist das hübsch. Haystack Artifact. Mit Phases Out. Sehr cool. Das ist ja nice. Gefällt mir sehr gut. Wie auch bei dem Rest des Assassin's Creed Packs. Hier ist eine Menge Liebe drin. Hier ist unendlich viel Liebe drin. Hier sind so viele kleine Sachen. Wie gesagt, dieses Rasmus Assassin Lord, weiß ich nicht. Aber Queen Marchesa. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Oder eben die kleine Eivor. Sehr, sehr cool. Also wirklich, ist ein sehr cooles Secret Lair. Finde ich sehr cool. Und bevor das Video jetzt endet, vielen, vielen Dank an meine Patrons. Ihr seid der Grund, weshalb ich mir solche Videos aktuell leisten kann, sowas machen kann. Viele Leute, die mich unterstützen, die nicht bei Patreon sind, schickt mir teilweise Sachen zu, die ich dann öffnen kann, die ich cool machen kann und euch zeigen kann. Deswegen vielen, vielen Dank auch an euch. Aber monetär einen besonderen Dank an meine Patrons. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Auch bei YouTube. Also ihr könnt auch YouTube-Membership machen. Das geht auch ab 3 Euro. Und 3 Euro tun euch vielleicht nicht weh. Mir helfen sie immens. Das haben in letzter Zeit sehr viele Leute gemacht. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Und ja, wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, Daumen nach oben, abonnieren und so weiter und so fort, hilft auch. Und ich habe es jetzt schon öfter gesagt, aber das war's mit Assassin's Creed auf meinem Channel. Glaube ich. Aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.